Kommen wir nun zu der Schlagzeile von Paul Brandenburg, dem möglichen AfD-Verbot. Der Verbotsantrag kommt. Warum kommt er? Weil Hans-Georg Maaßen gerade den Wagenknecht macht oder Sarah die Maaßen macht, wie auch immer man es sehen möchte. Wir haben dieser Tage gehört, dass Hans-Georg Maaßen sich als Wunschpartner seiner eben als Partei neu gegründeten Werteunion die CDU-CSU vorstellt. Nochmal, ich wiederhole es, weil es schwer zu verstehen ist. Als Wunschpartner gibt der Mann, der sich eben aus der CDU ausgegründet hat, weil er sagt, diese Partei, diese Union ist keine Union mehr, sie ist eine Merz-Merkel-Union, aber keine Werteunion, keine Konservative, wie es sich das vorstellt, die möchte er also nur als Wunschpartner gewinnen und es bereite ihm, Zitat, Sorge, wenn er das Erstarken der AfD sieht. Nun kann ein Parteivorsitzender immer Sorge empfinden, wenn er das Erstarken irgendeiner anderen Partei sieht, aber es ist natürlich in der Art, wie er es erwähnt hat, strategisch überlegt. Maaßen erklärt das und Markus Krall und Max Otte erklären ihren Austritt aus der Werteunion. Nun hängt keine Partei sicherlich von ein oder zwei anderen Menschen ab, auch nicht von diesen beiden, aber sie sind definitiv Symbolfiguren. Markus Krall für den libertären Flügel, derer, die da an der FDP verzweifelten, nehme ich mal an, und die ganz andere Vorstellung haben von einem konservativ-liberalen Weltbild. Max Otte sicherlich für den konservativeren, nationaleren, national-romantischen Teil, der ja auch für die AfD einmal als Bundespräsident natürlich kandidierte. Und beides Figuren, die ja eine Art Herausforderung der Integration waren, an der nun die Werteunion erstmal, ob nun willentlich oder ob nicht willentlich, gescheitert ist. Die beiden sind ausgetreten. Aus der Werteunion heißt es, man sei nicht schade darüber oder nicht unfroh, man sei sogar erleichtert, dass sie ausgetreten sind. Ob das nun klug ist oder nicht, wird die Zeit zeigen. Tatsache ist, dass diese Entscheidung und dieser Kurs, den die Werteunion unter ihrem Vorsitzenden führt, ja, zusammenfällt mit einer Zeit, in der Sarah Wagenknecht ähnlichen Abstand hält, in der die Brandmauer eben in irgendeiner Form wieder auflebt. In der Fall der Werteunion eben nicht durch klare Abgrenzung und die Feststellung, man würde nicht mit der AfD koalieren, sondern mit einer positiven Aussage, einer Art Brandmauer 2.0. Man würde lieber mit der CDU zusammengehen wollen. Ich habe Hans-Georg Maaßen gefragt und auf Anfrage erklärt er, ja, er fürchte sehr wohl, dass ein AfD-Verbotsantrag kommen werde. Meine klare Frage war das eine Maßnahme mit Blick auf einen Verbotsantrag? Er sagte, er hat zumindest das Gefühl wörtlich, oder er schrieb, dass die Ampelkoalition sehr aktiv und sehr ernsthaft an einem solchen Verbotsantrag arbeiten würde. Soweit Hans-Georg Maaßen. Er hat auch betont, er habe keine Insider-Informationen darüber. Selbstverständlich, was muss er auch anderes betonen? Die dürfte er auch gar nicht haben. Gehen wir aber mal davon aus, dass der Mann als politischer Kopf da sehr taktisch, sehr strategisch sogar vorgeht. Und hier vorbaut für einen AfD-Verbotsantrag, bei dem ich mittlerweile klar sage, natürlich muss er kommen. Es kann kein Zufall sein. Nancy Faeser spricht davon, rechte, neorechte Netzwerke zu zerstören, offenzulegen und nennt immer wieder die AfD als das Ziel ihrer Maßnahmen. Es geht sogar so weit, dass die Handlanger der Faeserschen Sturmabteilung im Bundesministerium des Inneren jetzt ein Foto veröffentlicht mit einem, man kann es sich gar nicht ausdenken, BMI-Wunschbaum. Ein BMI-Wunschbaum, BMI soll in diesem Fall stehen für Bundesministerium des Inneren. Mindestens Ricarda Lang weiß, dass es im Medizinbereich auf für Body Mass Index steht. Die würde sich wahrscheinlich was anderes wünschen im Zusammenhang. Auf dem BMI-Wunschbaum von Frau Faeser jedenfalls steht keine dringend notwendige Diät, sondern eine konkrete Strategie gegen die AfD. Die AfD ist namentlich genannt. Wir fassen zusammen ein. Zur Neutralität verpflichtetes Ministerium will eine Strategie gegen die Oppositionspartei haben. Ich sage euch, die Strategie sieht so aus, dass zur Neutralität verpflichtet. Das ist auch lustig. Du kannst die Ministerien nicht in die Hand von Parteipolitikern geben und dann darauf hoffen, dass sie zur Neutralität verpflichtet sind. Also das ist an sich ein bisschen absurder Gedanke. Also das zeigt auch, dass bei der Konzeption von unserer Parteiendemokratie einige Leute mit einer sehr großen Naivität daran gegangen sind. Ich meine, natürlich kannst du darauf hoffen, dass so ein Ministerium dann neutral bleibt, aber eine Partei hat natürlich spezifische Parteiinteressen und die verfolgt sie dann auch, wenn sie Ministerämter besetzt. Also es ist naiv, was anderes anzunehmen. Dass man den AfD-Verbotsantrag einreichen wird. Man geht wahrscheinlich auch davon aus, dass der scheitern wird. Denn das Ganze ist der, sagen wir mal, bestenfalls wackelig konstruiert. Beim NPD-Verbotsverfahren, das Jahre lief, erfuhren wir am Ende, dass zu viele V-Leute und andere Aktivposten der Geheimdienste Teil dieser Partei waren und deswegen maßgeblichen Einfluss hatten. Man kann auch vereinfacht sagen, für einfache Notärzte wie mich, der Verfassungsschutz selber war die NPD und hat sie gesteuert, also kann er sich nicht selbst verbieten.
Man darf davon ausgehen, dass selbst der deutsche Verfassungsschutz, der sicherlich weltweit nicht zu den besten Geheimdiensten gehört, so lernfähig war, dass er das nun nicht nochmal 1:1 so macht. Aber er durfte sich bemüht haben und es wird wieder, darauf dürfte die Strategie abzielen, lange dauern, bis so ein Verfahren entschieden wird. Das heißt, die Bundesregierung bzw. das Bundesregime, das gerade herrscht, wird einen Verbotsantrag einreichen und damit rechnen, dass der sich über Jahre ziehen wird in Karlsruhe. Und bei aller Marionettensteuerung von solchen Scheinrichtern wie Herrn Habart und seinen Mitläufern in Richteroben dort, ist davon auszugehen, dass dieser Antrag am Ende wohl abgelehnt werden wird, denn es dürfte kaum so viele Beweise geben, zumindest hat bisher keinen einzigen vorgelegt. Ganz egal, denn es kommt nicht darauf an, dass diese Partei am Ende verboten wird. Für die Wirkung dieser Maßnahme reicht es ja, je nachdem, worauf man zielt, dass über Jahre ein solches Verfahren betrieben wird und mit der Drohkulisse des Verbotes gearbeitet wird. Denn welche Konsequenz hat es, wenn eine Partei droht, verboten zu werden? Also für Protestwähler wird die AfD dann erstmal attraktiver. Also alleine deswegen würde ich schon für unwahrscheinlich halten, dass so ein Verbotsverfahren kommt. Hat die Konsequenz für alle Staatsbediensteten, das sind in Deutschland mehr oder minder fast 49%, das ist zumindest die Staatsquote, Staatsbedienstete sind weniger. Nein, ja, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, 10% aller Beschäftigten sind vielleicht im öffentlichen Dienst angestellt. Aber ein Großteil der Aktiven in den Landtagen, auch der AfD und der Funktionäre der Parteien, sind direkt staatsbedienstet. Die sind in Gefahr, ihre Pensionsansprüche zu verlieren, also sofort kaltgestellt zu werden, wenn Frau Faeser sagt, dass eine Mitgliedschaft in einer Partei, die bald verboten werden soll, bereits disziplinarrechtlich nicht mehr tragbar ist. Dafür hat man in den vergangenen Monaten ja das Disziplinarrecht massiv verschärft. Das bedeutet, vom Tag der Bekanntgabe eines Verbotsverfahrens gegen die AfD dürfen wir davon ausgehen, dass Beamte, Lehrer, andere Beamte scharenweise die Partei verlassen werden, insbesondere die, die in Landtagen dafür Bezüge erhalten, weil sie fürchten, selbige zu verlieren oder irgendwelche Pensionsansprüche. Ich muss mich korrigieren, es sind tatsächlich ein bisschen mehr, es sind ganze 16% der Beschäftigten, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, aber die Staatsquote, die ist vor allem so hoch, weil wir ein staatliches System haben. Also wir haben mehr Rentner, wir haben demografischen Wandel und dementsprechend wird mehr Geld über die Rentenversicherung zu den Rentnern umverteilt. Das ist überhaupt nicht problematisch. Deswegen ist jetzt diese Staatsquote von 49% jetzt so skandalisieren auch ein bisschen albern. Ansprüche zu verlieren. Es könnte so weit gehen, dass das die AfD gerade im Westen erheblich schwächt. Im Osten können wir vielleicht von mehr Unterstützung aufgehen, vor allem von mehr Rebellionsgeist und davon ausgehen, dass die AfD oder dass die Unterstützer dort umso härter auf die Straße gehen. Wir wissen aber, wie die zahlenmäßige Verteilung innerhalb der Bundesrepublik West gegen Ost ist. Es dürfte eben allenfalls ein symbolischer Akt sein. Das heißt, allein das Anstreben oder das Bekanntgeben eines solchen Verbotsantrages kann mit einiger Wahrscheinlichkeit doch erhebliche Verwerfungen bringen. Davon gehen wir aus. Und die Folge ist, Frau Faeser hat dann den letzten Schritt getan, um in Deutschland die Opposition zu kriminalisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird. Ich bin nicht sicher, ob das nun in Das Ding ist, wenn du das Disziplinarrecht verschärfst und so eine politisierte Verwaltung aufbaust, wie Faeser das gerade macht, keine Frage, Faeser ist eine Verfassungsfeindin, da soll man heiß frei rumreden, dann kannst du AfD-Mitglieder auch so aus dem Dienst entfernen. Also wenn du die Verwaltung politisieren willst, dann kannst du es auch so machen, ohne dass du ein Verbotsverfahren von dem Bundesverfassungsgericht hast. Und so ein Verbotsverfahren, das würde Aufmerksamkeit bedeuten, das würde bedeuten, dass die AfD noch mehr diesen Opfermythos hat, das würde die AfD, wie gesagt, für Protestwähler attraktiver machen. Das heißt, wenn man politische Säuberungen durchführen will, dann sollte man die eher nicht über das Bundesverfassungsgericht machen, sondern über andere Wege wie den Verfassungsschutz. Und ich glaube auch eher, dass Nancy Faeser diesen Weg gehen will. Also, dass es kein AfD-Verbotsverfahren geben wird, jedenfalls meiner Einschätzung nach, das ist jetzt kein Grund zur Entwarnung. In den nächsten Tagen schon der Fall sein wird, man braucht noch ein paar Wochen wartet. Man wird sicherlich den bestmöglichen Zeitpunkt nehmen, um zum 1. September die Wahlen in Sachsen und vor allem Thüringen besonders empfindlich zu stören. Denn in Thüringen droht ja aus Sicht von Frau Faeser und ihren Komplizen die Ministerpräsidentschaft von Björn Höcke. Sicherlich der größte anzunehmende Unfall für eine Nancy Faeser. Dieter, ich weiß nicht, wie du das Timing dort einschätzt. Ich weiß auch nicht, ob du meinst, ja, dieser Antrag kommt oder sagst, das ist mal wieder eine meiner verfolgungswahnigen Ideen. Ich bin bereit, darauf höhere Wetten einzugehen und sage dir, das Einzige, was ich daraus ableite, ist oder das Entscheidende ist, es ist jetzt Zeit, sich einen Platz im Ausland zu suchen. Dieses Land
ist im vollständigen Faschismus angekommen. Deine Genickschussanlagen kommen noch, es dauert noch ein wenig. Die Lager sind sehr bald da, es dauert nicht mehr lang. Und wenn Julian Assange ausgeliefert wurde, es gibt vielleicht Neues von Kevan, wenn er ausgeliefert wurde und die Opposition verboten wurde, dann ist fraglich, ob noch Gelegenheit zur Ausreise besteht. Nun unterbricht uns Kevan, wir wollen in London hören, ob es etwas Neues gibt. Oder Kevan, du hast einen Einwurf hierzu? Jetzt höre ich nichts. Ich weiß nicht, ob wir hier, Regie, ob wir hier Ton haben und Kevan hören. Wir hören dich nicht, Kevan. Wir hören ihn nicht. Wir hören gar nichts. Jetzt hören wir dich. Also das Update von Kevan, das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Damals wurde keine Entscheidung darüber getroffen, was mit Julian Assange passieren soll. Also es ist immer noch, ob es geliefert werden soll oder nicht. Verfassung, das ist ja Vosgerau und auch Professor Lindner aus Bayern als aktiver Juraprofessor sagt das mittlerweile in etwas diplomatischeren Worten, aber er sagt es so und empfiehlt doch Verwaltungsklagen gegen den Herrn Haldenwang und den Bundesverfassungsschutz wegen seiner angekündigten Verstöße gegen das Verfassung. Gegen Verfassung. Ja, sagt übrigens auch der frühere Bundesverfassungsrichter de Masi, der das auch gesagt hat. Nur Frau Faeser hat nicht den Verstand verloren. Das wird mit einem eiskalten Verstand exekutiert. Das ist das Schlimme. Diese Leute sind so verblendet davon, dass sie die Richtigen sind, dass sie die Guten sind, dass sie glauben, sie haben die Moral, alles Andersdenkende niederzukartätschen. Und deswegen, glaube ich, sind die nicht einfach nur blöd oder von allen guten Geistern. Ich habe die Mitarbeiter angesprochen, was ich hier mache. Was wir nicht machen. Zustand vorbereiten der aktiven Verfolgung. Paul, ich will dir nur mal Italien sagen, also da, wo ich ja gelegentlich meinen Sommer verbringe. Wo ich nie hingehen soll. Seit 35 Jahren, ja. Dort ist eine Ministerpräsidentin im Amt, die ist gekommen und hat gesagt, wir werden die EU stoppen mit ihrem autoritären Kurs. Dann, wir werden die USA stoppen mit ihrem autoritären Kurs. Das Erste, was sie gemacht hat, ist sowohl der EU als auch den USA ins Rektal gekrochen. Diese Ministerpräsidentin Meloni. Deswegen wird die in Italien genau dasselbe passieren, was hier passiert. Ja, illegale Migration wollte sie auch stoppen. Mittlerweile sind Aufnahmen von ihr aufgetaucht, wo sie gesagt hat, ich wollte eigentlich die Grenze öffnen, aber mittlerweile weiß ich, dass das gar nicht so ist. Also das ja, und die illegale Migration, die geht genauso weiter. Und auch die legale Migration, die soll unter Meloni jetzt weiter betrieben beziehungsweise sogar ausgeweitet werden. Also die hat wirklich alle ihre Wahlversprechen gebrochen für die Rechten. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist armen Italienern das Bürgergeld gestrichen. Das heißt, arme Italiener, die werden jetzt noch schlechter behandelt als vorher. Aber alles andere, Waffenlieferungen an die Ukraine, Massenmigration, geht alles weiter. Passiert und ich kann nur sagen, wir brauchen eine Organisation der Leute mit Rückgrat. Ja, völlig richtig. Das wäre auch ein Grund, warum ich nicht nach Italien gehen würde. Lass mich nur nachschieben, weil ansonsten unsere aufmerksamen Zuschauer natürlich wieder schreiben. Di Masi, Fabio Di Masi, ist kein ehemaliger Verfassungsrichter, sondern ehemaliger Abgeordneter. Udo Di Masi. Udo Di Fabio, oder? Ich hoffe, jetzt habe ich den Namen nicht auch vertauscht. Masi. Udo Di Masi. Bist du sicher, dass der Udo Di Masi heißt? Ich kann sagen, dass bei Di Masi mich täusche, aber der war Bundesverfassungsrichter. Okay, jedenfalls Udo als Verfassungsrichter. Udo Di Fabio, entschuldige. Also bei mir, du verzichten. Wir sind so im Stress jetzt hier, habe ich die Namen durcheinander gebracht. Udo Di Fabio. Ja. Udo Di Fabio ist der Verfassungsrichter, Fabio Di Masi ist der Abgeordnete. Jetzt haben wir es und besser wird es heute nicht, deswegen hören wir auf. Nein, tatsächlich war es eine etwas chaotische Sendung, geschuldet dem Umstand, dass während wir hier sprechen, eben in London solche Bilder entstehen. Es bleibt die Hoffnung am Ende dieser Sendung, dass das, was wir in London gerade erleben, der Auftakt. Ja, Meloni, um das nochmal kurz zu sagen, weil es gerade im Chat geschrieben wird, die war auch bei transatlantischen Thinktanks. Das ist kein Wunder, dass die so eine Politik macht. Also die haben da schon so eine Rechte da platziert, dass halt den Salvini da wegdrängt, der etwas unberechenbarer war und dass dann auch die richtige Politik gemacht wird. Und solche Rüstungslobbyisten, solche Leute, die gut vernetzt sind, sag ich mal, die gibt es in der AfD auch. Also die sind da jetzt vielleicht nicht in der Mehrheit, aber da sollte man auf jeden Fall genau hinschauen. Naja, in diesem Sinne war das diese Sendung, wie gesagt, war etwas chaotischer. Voltaire oder autoritär, also das mit Assange war, obwohl die Entscheidung über die Auslieferung noch nicht gefallen ist, glaube ich, die Schlagzeile der Woche, das kann man ziemlich eindeutig sagen, ist ja der größte Skandal um die Einschränkung der Pressefreiheit, die es im Westen gibt. Ich meine, es gibt ja schon einige westliche Länder, die sind da deutlich weiter als Großbritannien. Schaut euch die Ukraine an, da sitzen über 1000 Menschen im Gefängnis, weil sie das dortige Regime kritisiert haben. Also
Wie gesagt, so weit wie Paul Brandenburg hier geht mit seinen sehr radikalen Einschätzungen, würde ich auf keinen Fall gehen. Aber wir erleben doch eine besorgniserregende Politisierung der Verwaltung, eine besorgniserregende Einschränkung der Meinungsfreiheit und auch der Demokratie. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.